Hallihallo und herzlich willkommen zu Black Sad. So, heute... Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Ich dachte, wir fahren jetzt wieder irgendwo anders hin. Oh, gut, wir fahren doch nirgendwo hin. Gut, dann gehe ich wohl nach oben. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Closed. Geschlossen wegen des plötzlichen, unerwarteten Todes von Joseph R. Dunn. Er hieß irgendwas mit R. Eine private Trauerfeier für Familie und Freunde findet am Freitag, dem 14. Oktober um 18 Uhr statt. Ja, okay. Und ich habe eine Karte gefunden. Einfach, weil wir das schon so lange nicht mehr gemacht haben. Habe ich die anderen denn schon aufgeklebt? Oder klebt er die alle von selbst auf? Warte mal. Okay, der klebt die alle auf. Oh. Hier habe ich noch gar nichts. Und hier habe ich schon gut das eine Bild fast voll. Yippie! Gut. Wir sind Sammler. Na, mal gucken. Wir gehen jetzt wieder rein. Wird mal gucken, ob wir mit der Tochter reden können. Oh, was liegt denn da? Danke, Mr. Blacksad. Legt der Briefträger die Post immer auf den Boden? Ich weiß nicht, ich... Dun, dun, dun. Eine makellose Schrift? Was ist los? Das ist der Ehering meiner Mutter. Dun, dun, dun. Wer hatte den? Keine Ahnung. Mein Vater trug den nach ihrem Tod am kleinen Finger. Nicht immer, wie es scheint. Werden Sie für mich rauskriegen, warum? Ich versuch's, aber da gibt es noch etwas, das mir Sorgen macht. Und das hier wäre? Könnte etwas zu tun haben mit... Mit? Mit dem Tod Ihres Vaters und Bobby Yells Verschwinden. Ach, ach Gott, ja... Könnte sein. Brüste. Schöner regelmäßiger Puls. Oh. Augen. Große, strahlende Augen. Sie sieht bestens ausgeruht aus. Entweder trauert sie nicht um ihren Vater, oder sie ist ein Schminkprofi. Vielleicht auch beides. Ja? Was war... Was ist denn? Da macht einer Fotos vom Dach aus. Sind Sie sicher? Das sehe ich mir an. Aufs Dach. Schubidu. Für wen ist denn das Seil, Mister? Ah, Wakely. Oh. Oh, oh. Oh. Mist. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Für wen ist denn das Seil, Mister? Ah, Wakely. Oh. Was zur Hölle machst du hier? Also wir hätten den ersten schon umbringen können. Hey, gut zu wissen. Ist das nicht Cassidy? Oh. Wer war das? Wechsle ja nicht das Thema, du mieser, kleiner, dreckiger. Weil da atmete ja jemand schwer. Warum klären wir das nicht bei einem Eis, John? Wie in den guten alten Zeiten. Wie bist du hier aufgekommen? Und warum redet ich denn nicht? Ich will nicht, dass dich irgendwer sieht. Praktisch.
Okay, neue Schlussfolgerungen können wir schließen. Selbst der erbärmlichste Wicht hat eine besondere Gabe. Er hat ein Riesen-Eisbecher. Etwas, das ihn oder sie besonders und kennenswert macht. Der stinkende Weekly ist da keine Ausnahme. Ganz gleich, was er anstellt. Es ist unmöglich, ihm lange böse zu sein. Ich will auch ein Milchshake. Oh, dieser Bourbon-Shake ist köstlich. Mal probier? Du weißt, dass ich keine Milch ich mag. Ich brauche ein Milchshake. Dein Pech. Also. Ich muss mir heute noch ein Milchshake holen. Er hängt sich und hinterlässt den Boxclub seiner Tochter. Was sie zur ersten Frau macht, die einen Boxclub leitet. Ist korrekt. Glaube ich. Die eigentliche Frage ist, warum er sich umgebracht hat. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass die erste Frau ist. Ist es das? Die einen Boxclub Willst leitet? Du mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen, Sherlock? Ach, nach einem Grund muss man da doch gar nicht suchen. Es hängen sich doch jeden Tag Leute aus reiner Traurigkeit oder sowas auf. Mehr ist nicht dahinter. Es ist ja kein Geheimnis, dass Boxen und Korruption Hand in Hand gehen. Das stimmt leider. Dann schien er ein anständiger Kerl zu sein. Pancakes! Vielleicht war er das Kämpfen einfach leid. Dieses Diner ist böse. Nun spielt eigentlich keine Rolle. Nur so eine Ahnung. Würde ich nicht mein Leben drauf verwetten. Ich habe da noch andere Verdächtige. Etwa O'Leary, den Buchmacher. Desmond O'Leary? Der gleiche O'Leary, der mal mit Helen Moore zusammen war? Mit Amerikas Nummer 1 Schnuckel? Also das ist meine Frau. Und dann wäre da dieses Walross. Gut zu wissen. Wer war der Typ überhaupt? Komm schon, du hast noch nie von Frank Cassidy gehört? Dem Präsidenten des Verbands der Boxmanager? Der ist zudem der Agent von Stone. Dem Gegner von Bobby Yale. Ups. Der könnte doch wissen, warum Dunn sich umgebracht hat, oder? Ich beschloss, Weekly zu bitten, Cassidy unter die Lupe zu nehmen. Warum? Weekly hatte recht. Cassidy hätte wissen können, warum Dunn sich umgebracht hat. Und Weekly war bereits zu neugierig. Je weiter ich ihn vom Boxclub fernhalten konnte, desto besser. Aber bei Weekly ist man nie sicher, was am besten wäre. Sollte ich ihm einen Befehl geben oder eine subtile Andeutung fallen lassen? Nehmen wir die Andeutung. Ja, bei Cassidy könntest du richtig liegen. Aber wird nicht leicht sein, den zum Reden zu bringen. Scheint mir ein ziemlich harter Brocken zu sein. Nur ein ebenso gründlicher wie effizienter Detektiv könnte sowas schaffen. Das Problem ist nur, dass ich selbst schon so viel zu tun habe. Du kannst dich glücklich schätzen, John Blacksad. Was genau meinst du? Du hast soeben genau den gründlichen Detektiv gefunden, den du brauchst. Ja! Oh, natürlich. Richtige Entscheidung. Was für eine tolle Idee. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, wie bist du denn darauf gekommen? Kein Problem. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Ach nee. Sag Sonja Dunn, dass ein legendärer Journalist von What's News ein Interview mit ihr möchte. Ja, das kriegen wir. Bitte. Tja, falls nicht, dann bye-bye, Cassidy. Ach, komm. Nun gut, ich will sehen, was ich tun kann. Super, dann wäre das also geregelt. Übrigens, ich hab dir noch gar nicht gesagt, was mit Colbert passiert ist, oder? Nein, was ist es denn? Ach komm. Also, kann sein, dass ich diese Informationen noch zurückhalten muss, bis du mir was über Cassidy erzählst. Wird dir gefallen. Oh ja. Mal wieder. Mal wieder ist schön. Also die beiden arbeiten wohl häufiger zusammen. Irgendwie eine Hassliebe wahrscheinlich. Verständlich, wenn immer an den falschen Orten rumgeschnüffelt wird. Und? War denn jemand auf dem Dach? Ja. In der Tat. Aber das war nur ein Freund von mir. Ach. Dann spionieren mir jetzt Ihre Freunde hinterher. Hören Sie, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe sogar dafür gesorgt, dass er verschwindet. Aber klar doch. Alte Schrolle.
Nee, ich will auf den anderen. Ah! Ach, jetzt geht's. Okay. Ein Adressenreiter. Mal schauen, wen wir da so finden. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Boxclubs. Name, Adresse und Geburtsdatum. Sehr praktisch. Miss Dunn, darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Wenn das hilft, Yale zu finden, dann nur zu. Ja. Da fragen Haben wir Sie mal. Sich mit Ihrem Vater verstanden? Sagen wir einfach, dass sich unser Verhältnis entspannt hat, als ich mich bei der Sunny University eingeschrieben habe, die mit dem Auto 8 Stunden von hier entfernt ist. Soll heißen? Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein, Mr. Blacksett. Mein Vater, Joe Dunn, ist an dem Tag verschwunden, an dem meine Mutter gestorben ist. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Joe Dunn, mein Erziehungsberechtigter. Ein Mann, der mir was zu essen und zum Anziehen gab und mich zur Schule schickte. Und das ist schon mehr, als Sie überhaupt zu wissen brauchen. Okay, schlechtes Verhältnis zu Ihrem Vater. Das ist eine Sache, deshalb könnte sie nicht ganz so arg reagieren, dass er tot ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach komplett seine Geschäfte übernehmen will. Man weiß es halt nicht, ne? Ich habe gesehen, wie sie sich mit einem Kerl namens Cassidy gestritten haben. Was wollte der denn? Sie wissen noch, dass ein Kampf stattfinden muss, um diesen Boxclub zu retten? Nun, Cassidy managt Yales Gegner Stone, den amtierenden Champion. Tritt Bobby nicht an, verliert er Geld. Vielleicht nicht viel, aber doch genug. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, wiederhol das doch nicht. Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Gut. Dann schaue ich mich hier doch mal ein bisschen um. Oh. Ich würde gerne einen Blick in diesen Safe werfen. Geben Sie mir die Kombination? Ich würde ja gern, aber die Kombination war mal der Geburtstag meiner Mutter, aber die habe ich schon ausprobiert. Der Code wurde geändert. Doch von wem? Oh. Ja, ich muss ganz viele Schlussfolgerungen machen, aber da... Scheint eine glückliche Familie gewesen zu sein. Bis die Mutter verstarb. So, das wollte ich eigentlich. Hier ist ein Ofen. Tasche in der Ecke. Ist hier noch irgendwas? Dunns Zimmer hat eine tolle Aussicht. Ja, das stimmt. Egal, wer ihn umgebracht hat, weil ich glaube, es hat ihn jemand umgebracht. Er kannte diesen jemand, denn irgendwer muss auf jeden Fall hier hochgekommen sein. Und da man von hier alles überblicken kann. Yay! Noch eine Karte. Rums. Schauen wir mal. Was kriegen wir denn noch zusammen? So, die ne Farbeimer. Das werden die
Nein, nicht die Fußabdrücke? Okay. Ja, und die Handschrift war sehr schön. Mal sehen. Mary hat den Ring in den Umschlag gesteckt und Sonja dann draufgeschrieben. Aber warum hatte sie überhaupt den Ring? Weil sie eine Affäre mit Dan hatte. Würde ich jetzt mal schätzen. Schlussfolgerung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Personaldaten. So. Die beiden hatten eine Affäre. Waren Mary Purnell und Joe Dunn zusammen? Ja. Naja, Affäre passt ja auch nicht. Weil er ja Witwer ist. Noch eine neue Schlussfolgerung. Huhu, das geht schnell. Aber was kann da noch... Vielleicht ihr Geburtsdatum. Was ist, wenn Marys Geburtsdatum die Kombination für den Tresor ist? Das Problem ist, ich weiß nicht, wann sie Geburtstag hat. Aber es liegen ja Personaldaten auf dem Tisch. Dann probieren wir es mal damit. Stimmt. Ergibt Sinn. Also wir gehen wieder nach oben, schauen mal. So. Mary, wo bist du denn? Nein, nein, ja, da haben wir sie. Und da war's. Marys Geburtstag. Eine Woche vor jenem Tag. Sie hatte kürzlich Geburtstag. Marys Geburtstag. Ja. Er hatte auf jeden Fall eine Waffe da drin. Hätte nie gedacht, dass Dan eine Waffe hat. Ein paar Kröten. Vielleicht die Portokasse. Die Gewerbeversicherung und das Testament. Nicht, dass das sie haben unbedingt den Safe aufgemacht. Ja, und sie sollten sich das hier mal ansehen. Was steht denn da? Also schön. Ich denke, das könnte für Ihre Ermittlungen von Interesse sein, Herr Detektiv. Er hat alles mir hinterlassen. Außer einigen Boxtrophäen und Schnickschnack für Bobby Yale. Oh Gott, oh Gott. Schauen wir doch mal. Wann wurde das Testament unterzeichnet? Es wurde vor 4 Jahren geschrieben. Nur Wochen nach meinem Umzug nach Buffalo. Meinen Sie, Bobby Yale hat es gelesen, bevor er verschwand? Kann sein. Gut. Danke. Okay. Da haben wir jetzt nichts mehr offen. Gut. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall,
dass Bobby nicht so viel gekriegt hätte, wie er gedacht hätte. Ja, wie auch immer. Dato kann ich mir vorstellen, dass er sich vielleicht daraufhin mit den Iren eingelassen hat. Und die Iren ihn jetzt beiseite schaffen und den Vater umgebracht haben. Ja, und der Vater hatte eine neue Freundin, von der die Tochter aber auch nichts wusste. Weil die beiden ja nicht wirklich miteinander, naja, nichts miteinander zu tun hatten. Oh Gott, oh Gott. Und unser Freund will sich an die Tochter ranmachen. Und er gehört zu den Iren. Also könnte das alles ein großes, böses Konstrukt sein von Eskalation. Allerdings wollte er ja, dass wir diesen Fall übernehmen. Vielleicht will er nicht für sie arbeiten, wird aber irgendwie unter Druck gesetzt. Vielleicht mit ihrem Leben oder so. Wer weiß, wer weiß. Wir finden das heraus. Allerdings erst in der nächsten Folge. Naja, wahrscheinlich noch nicht in der nächsten Folge, aber wir arbeiten in der nächsten Folge weiter dran. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!